Amalgam. Im Glaubenskrieg um eine Zahnfüllung werden Mediziner immer rabiater und Betroffene immer ratloser. Eine neue, beunruhigende Studie aus Kanada hat vor allem in Deutschland die Amalgam-Freunde auf den Plan gerufen. Der Kampf für eine umstrittene Quecksilberplombe wird mit fragwürdigen Methoden geführt. Quecksilber, so hat der kanadische Professor Lohrscheider in Tierversuchen nachgewiesen, kann Gehirnzellen schädigen bis hin zur tödlichen Alzheimer-Krankheit. Amalgam-Anhänger sprechen von Panikmache und bleiben gegen Beweise schuldig. Harmlose Plombe oder aber Gift im Mund. Der erbitterte Streit ums Amalgam, neue Erkenntnisse und Alternativen, jetzt im Fokus TV-Tipp. Es ist in fast aller Munde. Amalgam. Billig, haltbar und leicht zu verarbeiten. Doch Amalgam besteht zur Hälfte aus Quecksilber. Ein giftiges Schwermetall, das schon bei Körpertemperatur verdampft. Mit unberechenbaren Folgen. Vor 6 Jahren erkrankte Holger Fladri schwer. Bis heute ist der 34-Jährige arbeitsunfähig. Lange Zeit standen die Ärzte vor einem Rätsel. Ich habe auf einmal nicht mal laufen können allein. Und es war so schlimm, dass ich also 2 Leute gebraucht habe, die mich beim Laufen gestützt haben. Das waren dann so richtige Lähmungserscheinungen. Ich hatte Sehstörungen, Hörstörungen und noch Sprachstörungen. Ich war in dem Zustand dann über ein halbes Jahr im Bett gelegen, bis wir dann also auch den Verdacht hatten, dass ich eine Amalgamintoxikation habe. Ich habe mich dann bei einem spezialisierten Internisten vorgestellt und der hat mir also auch einen zellulären Immundefekt jetzt bestätigt. Als Ursache bescheinigte ein Gutachten eine schwere Metallbelastung. Einzig mögliche Quelle dafür das Amalgam der Zahnfüllungen. Seit diese entfernt wurden, geht es Holger Fladri besser. Bleibende Schäden hat er dennoch behalten. Ich habe über 3 Jahre lang fast täglich erbrechen müssen. Und die Hirnschäden sind eigentlich auch typisch. Also bei den chemisch Verletzten ist es oft so, dass sich die Hirnrinde zurückbildet und es man sieht auf den optischen Bildgebungsverfahren dann so richtige Löcher in der Hirnrinde. Ist es bei Ihnen auch so? Das ist bei mir auch belegt, ja. Das heißt, Sie haben definitiv Hirnschäden davon. Ich habe nachgewiesen, Hirnschäden, die ich auf das Amalgam zurückführe. Ein bedauerlicher Einzelfall. So argumentieren zumindest die Verfechter der quecksilberhaltigen Füllungen und verlangen statt Indizien handfeste Beweise. Schließlich sei nicht eindeutig nachgewiesen, dass Amalgam in den Zähnen tatsächlich den Körper mit Quecksilber schädigt. Im Zweifel für den Angeklagten. Nachfrage bei Professor Stefan Halbach. Der Münchner ist Toxikologe und erstellte schon zahlreiche Gutachten. Unter anderem für den ehemaligen Amalgamhersteller Degussa. Sein Fazit? Es ist keinerlei Hinweis da, dass diese Immuneffekte bei Amalgamträgern wirklich auf die kleinen Quecksilbermengen hier zurückzuführen sind. Das wird immer sehr gerne behauptet, aber der richtige Nachweis fehlt eigentlich. Sie können also im Grunde genommen gar nicht genug Fälle herbeischaffen, um hier genaue, meinetwegen Dosis-Wirkungs-Beziehungen ableiten zu können. Doch wie viel Kranke braucht es, um einen Zusammenhang zu beweisen? Die Frage ist bis heute ungeklärt. Fest steht lediglich, dass sich Quecksilber aus dem Amalgam in den Organen, vor allem in Niere und Gehirn, einlagert. Einen Schritt weiter ging eine Studie aus Kanada, die 1997 veröffentlicht wurde. Die Forscher testeten das Amalgam unter anderem an Affen. Anhand einer Autoradiographie konnte die Verteilung des Quecksilbers im Körper ermittelt werden. Diese Untersuchungen wurden dann weitergeführt. Und dabei hat man festgestellt, dass diese Affen zum Teil Veränderungen am Gehirn gezeigt haben, die den Veränderungen ähnlich sind, würde ich mal sagen, die beim Menschen mit Alzheimer-Erkrankung zu sehen sind. Das heißt mit anderen Worten, es geht um die Frage, ob Amalgamfüllungen möglicherweise Alzheimer oder eine ähnliche Erkrankung auslösen können. Tatsächlich klagen Amalgamgeschädigte häufig über ähnliche Krankheitssymptome wie Sprach- oder Gleichgewichtsstörungen. Entsprechend beunruhigend sind auch die Erkenntnisse von Professor Drasch. Er untersuchte Nieren, Leber und Gehirne von toten Föten und verstorbenen Neugeborenen. Das Ergebnis? Bei Müttern mit Amalgam in den Zähnen waren auch die Kinder entsprechend belastet, je nach Anzahl der Füllungen. Bei manchen Babys lagen die Werte sogar weit über den von Drasch zuvor ermittelten Spitzenwerten für Erwachsene. Diese erhöhten Belastungen können wir etwa über einen Zeitraum bis Ende des ersten Lebensjahres nachweisen. Dann normalisiert sich das Ganze. Aber gerade in der Zeit,
wo das Kind im Mutterleib ist, und den ersten Monaten, wo es auf der Welt ist, gerade in dieser Zeit reift ja das Gehirn aus. Das heißt, das ist genau der kritische Zeitraum. Und die entscheidende Frage ist die, ob wir in dieser ersten Phase des Lebens, ja, der Ausdifferenzierung des Gehirns, ob es dazu Schäden kommt, die zum späteren Zeitpunkt nicht mehr behoben werden können. Und wir wissen durchaus von anderen Schwermetallen, ich denke jetzt zum Beispiel an Blei, dass da durchaus es so aussieht, dass eine Bleibelastung in den ersten Jahren des Lebens dazu führt, dass man dann beim 10-15-Jährigen Effekte sieht, negative Effekte davon sieht. Sollten zumindest Frauen in gebärfähigem Alter auf Amalgamfüllungen verzichten? Die Kassenzahnärztliche Vereinigung sieht dafür keinen Anlass, auch aus Kostengründen. Die Krankenkassen sind zunehmend in einem Finanzierungsproblem, das wissen wir alle. Ich habe berechtigte Zweifel, ob die Krankenkassen in der Lage wären, diese unbewiesenen Wunschbehandlungen durchführen zu lassen. Und ich kann nur noch mal wiederholen, nicht die Tatsache, dass ein Stoff im Körper sich anreichert, ist entscheidend, sondern entscheidend ist, welche Auswirkungen hat er auf den menschlichen Organismus. Und hier sind strenge wissenschaftliche Kriterien anzuwenden. Und insofern besagt die Tatsache, dass sich Quecksilber im Gehirn oder in anderen Organen des Körpers anreichert, zunächst einmal überhaupt nicht, sondern es sagt lediglich, es ist anwesend, es sagt aber nicht, welche Auswirkungen es hat. Als Beweis für die Unbedenklichkeit des Zahnwerkstoffes Amalgam bezieht sich die Kassenzahnärztliche Vereinigung auf Studien wie diese. Sie belegt, dass in einer Untersuchung an Schwangeren und deren Föten kein gefährlich hoher Quecksilbergehalt im Blut gemessen werden konnte. Was jedoch nichts über die Konzentration des Schwermetalls in den Organen aussagt. Und selbst der Autor bemerkt am Schluss, dass es aus prophylaktischen und kosmetischen Gründen erfreulich wäre, eines Tages auf die Amalgamfüllungen und damit auf die Gefahrenquelle Quecksilber verzichten zu können, da bisher niemand den Summationseffekt gewisser Stoffe kennt und somit auch nicht bewiesen ist, dass dadurch auf lange Sicht gesehen keine Schäden entstehen. Bei ihren Kindern achtet Heike Fladry sehr sorgfältig auf Zahnhygiene. Sie selbst hatte wie ihr Bruder seit ihrer Kindheit Amalgamfüllungen. Und genau wie er litt sie unter Seh-, Gleichgewichts- oder Herzrhythmusstörungen. Erst als das Amalgam entfernt wird, verbessert sich ihr Zustand. Davor lag der Quecksilbergehalt in ihrem Blut in einem Bereich, für den das Bundesgesundheitsamt Schäden nicht ausschließt. 21 Mikrogramm pro Liter. Heike Fladry hat dafür eine Erklärung. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter sehr viele Füllungen hatte, und unter dem Aspekt, also ich denke schon, dass ich einfach als Baby praktisch schon mit einer Grundbelastung an Quecksilber auf die Welt gekommen bin. Quecksilber belastet ist Heike Fladry noch heute, denn das Metall wird nur langsam abgebaut. Aus Angst vor einer Gefährdung der eigenen Kinder ließ sie nach der Schwangerschaft ihre Muttermilch testen, mit beunruhigendem Ergebnis. Ich habe darauf den Toxikologen noch mal angesprochen und er meinte, dass der Wert doch recht hoch sei. Wie ist denn der normale Wert in der Muttermilch? Wissen Sie das? Mein Kinderarzt sagte mir, dass man bei Amalgamträgerinnen Konzentrationen bis 2 Mikrogramm pro Liter findet. Ein Arzneimittel oder ein Lebensmittel, das so viel Quecksilber abgeben würde an den Körper, würden Sie als Säuglingsnahrung nie zugelassen bekommen. Zum Vergleich, der Grenzwert für Trinkwasser liegt in Deutschland bei 1 Mikrogramm pro Liter. Was also tun, wenn die Zähne schlecht und Gold, Keramik oder Kunststoff für den eigenen Geldbeutel zu teuer sind? Immer mehr Zahnärzte raten dazu, Amalgamfüllungen zumindest nach und nach durch andere Materialien zu ersetzen. Dabei sollte der Patient unbedingt auf einen Kofferdarm bestehen. Ein Schutztuch, das verhindert, dass Amalgampartikel verschluckt werden. Schwangere, Kinder und Nierenkranke sollten in jedem Fall auf Amalgam verzichten. Und wer ein Kind plant, sollte vorsichtshalber ein Jahr vor Beginn der Schwangerschaft alle Amalgamfüllungen entfernen lassen. Um teure Inlays erschwinglich zu machen, kann der Arzt provisorisch spezielle Zahnzemente verwenden. Sie halten etwa 2 bis 3 Jahre. In diesem Zeitraum kann der Patient immer dann Goldfüllungen einsetzen lassen, wenn er gerade bei Kasse ist. Entscheidend für die Wahl des Materials ist aber in jedem Fall ein Allergietest, denn allergische Reaktionen können bei jedem Material auftreten, selbst bei dem besten und teuersten.
Und weitere Informationen zu Pro- und Contra-Amalgam gibt